waren das die Probleme oder das Unglück, wovon er seiner Frau geschrieben hatte. Ja, Mann, Mann, Mann. Lieber gar nicht erst mit sowas anfangen. A telegraph. Mit sowas am besten gar nicht erst anfangen. Gut. Wo ist jetzt unser mexikanischer Freund hingegangen? Das wäre jetzt gut zu wissen, wo unser mexikanischer Freund hin ist. Ansonsten untersuchen wir jetzt mal die Küste. Mal schauen, was wir hier noch jetzt rausfinden. Okay, diese Küste scheinbar nicht untersuchen. Dann wahrscheinlich doch die andere Küste. Renn, Holmes, renn. So schnell, wie du noch nie in deinem Leben gerannt bist. Aber was wollen wir denn noch hier finden? Wir haben doch eigentlich... noch hier eigentlich alles an der Küste abgesucht, oder nicht? Untersuchen Sie den Küstenbereich des Sees. Ja. Ach, diesen Küstenbereich des Sees, oder wie? Ah, seht ihr? Der See ist übergelaufen und hat den Steinbruch komplett unter Wasser gesetzt. Das ist wahrscheinlich gemeint. Teure Wettscheine für Pferderennen. Der verdächtige Mann am Bahnhof von Doncaster raucht Ricardo-Zigarren, eine teure mexikanische Marke von exzellenter Qualität. Er hat dort mindestens die letzten paar Tage verbracht. Vielleicht müssen wir ja nochmal mit dem Bahnhofsvorsteher reden. Vielleicht wäre genau dies eine exzellente Idee. Moment, hier war doch gerade... War hier irgendwas Neues? Irgendwas nicht fertig untersuchtes? Nee, es sind nur die beiden grünen Sachen gewesen, okay. So. So, Kumpel. Wir haben mit dir mal ein Hühnchen zu rupfen. Du musst uns mal ein, zwei kleine Dinge erklären. Hä? Fangen wir doch mal mit dem Glücksspiel an. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Oh, Mann. Einmal kurz nicht aufgepasst, hätte ich fast wieder die Quicktime-Szene verpasst. Hier. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, Sir. Also wenn der uns nichts verheimlicht oder wenn wir dem Typen trauen sollen, nie und nimmer. Nie und nimmer. Obwohl, Moment, wisst ihr was? Das Kombinieren, das machen wir jetzt gleich. Wir reisen jetzt zum Strand am See. Vor allem Strand. Zu der Küste vom See und während unserer Reise, also während der Ladebildschirm hier die Reise darstellt, können wir ja unsere Herleitung durchführen, und zwar Telegramm aus Doncaster. Der Bahnhofsvorsteher von Doncaster hat per Telegramm von der Ankunft und der Abfahrt des verschwundenen Zuges berichtet. Doncaster-Vorsteher erhielt Geld. Der Bahnhofsvorsteher von Doncaster hat vor kurzem Geld erhalten. Er hat seiner Ex-Frau und seinem Anwalt Geldzahlungen zugesichert und sich Wettscheine gekauft, obwohl er eigentlich knapp bei Kasse ist. Überfluteter Steinbruch. Der Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster ist überflutet. Altes Nebengleis zum Steinbruch. Bei Doncaster führt ein altes Nebengleis zu einem Steinbruch.
Allerdings fehlt ein Stück des Gleises und der Steinbruch ist überflutet. Dann können wir das hier nochmal kombinieren? Dann haben wir. Was kriegen wir da? Könnte gesunken sein. Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Kann nicht gesunken sein. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am alten Nebengleis, das dort hinführt, ein Stück fehlt. Ja, ich würde trotzdem sagen, dass er dort versunken wurde, weil wir wissen ja, dass Gleise gestohlen wurden und dass diese Gleise wahrscheinlich genau dafür benutzt wurden. Aber dann kann die Aussage, kam nie in Chesterfield an, nicht stimmen. Dann hat der Typ, obwohl er betrunken war, hat der Chesterfielder Bahnhofvorsteher tatsächlich den Zug gesehen. Und der Zug hat tatsächlich Chesterfield passiert. So. Moment. Jetzt erstmal fortfahren. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster Station. It doesn't look like a very good place to rest. So, jetzt wollen wir nochmal hier. Wir können nämlich noch. Gestohlene Schienenstücke. Das Depot bei Evesham wurde geplündert. Darin wurden Ersatzschienen aufbewahrt. Und genau das kombinieren wir. Gleis zum Steinbruch. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück zum überfluteten Steinbruch zu ersetzen. Ha! Genau, was ich vermutet habe. Genau, was ich vermutet habe. So. Ich würde sagen, schauen wir uns mal hier. Oh, Alter, ist die Maus gerade irgendwie sensibler? These traces were made by a carriage. Look. So. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Und dann aber abmessen. Und jetzt weiß ich ja, was zu tun ist. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Tja, das hat mir ja der gute Kenmo erklärt oder beziehungsweise mich darauf hingewiesen, was hier zu tun war. Aber irgendwas fehlt noch. Nee, irgendwas fehlt hier noch. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. The vehicle. Au, hier ist ein Stein. The vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Ja, damit ist die Behauptung auf jeden Fall bestätigt, kann man sagen. Schweres Transportfahrzeug. Ein spezielles Fahrzeug wurde eingesetzt, um etwas sehr Schweres zum See zu transportieren. Huch, nee, das ist falsch. Okay, das ist alles falsch. Ha, hier. Passierte Doncaster. Der Zug hat den Bahnhof von Doncaster passiert. Der Bahnhofsvorsteher hat darüber berichtet. Kam nie in Doncaster an. Der Zug kam nie in Doncaster an. Der Bahnhofsvorsteher hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet. Möglicherweise wurde er mit Geld, das er verzweifelt benötigt hat, bestochen. Oh ja. So, dann haben wir schon mal so viel. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine ziemlich sichere Sache. Es ist ziemlich offensichtlich, dass die gestohlenen Schienen benutzt wurden, um Gottes Willen. Cyrus benutzt den Plural der Worte, die du eigentlich hier versuchst zu verwenden, um den ganzen Zug hier zu versenken. Um Himmels Willen, Herrgott, noch eins. Kann aber nicht so schwer sein, einen vernünftigen Satz zu sprechen. This place was abandoned fairly recently.
Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Flaschen. Ein Lagerfeuer, was erst kürzlich Kleider. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Der Steinbruch wurde mit Absicht überflutet, damit der Zug da drin versenkt werden konnte. Verstehe. Okay. Irgendwas gilt es zu entdecken. Irgendwas gilt es hier zu entdecken. Worauf könnten die Augen von Holmes gerichtet sein? Okay, wenn ich hier ankomme, dann zeigt er mir... Ah, da! Da, hier. Okay, Abfälle am Strand. Ah, Metallplakette. Las Zarpas. A label with the name Las Zarpas. Ach, Zarpas, nicht Zarpas. Ist ja auch kein Lapras, ne? Oh Gott, oh Gott, im Himmels Willen, Cyrus, hör auf damit. Das ist gar nicht mehr normal. Eine Plakette mit der Aufschrift Las Zarpas, die am Strand des Sees gefunden wurde. Was wetten wir, dass es irgendwas mit Chile oder mit Mexiko... Oh nein, Mexikaner waren das, natürlich. Die Mexikaner haben die Chilenen entführt und quasi mit da drin versenkt. Die Schweine. Mörder sind sie auch noch. So, wir brauchen Zeitung, nein, Enzyklopädie. Oh, Entschuldigung. Das mache ich hier auch noch sehr unschöne Geräusche. Las Zarpas. Die Bargen von Las Zarpas sind die erste Wahl, wenn es um den Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Zarpas gehört dem mexikanischen Konsortium Caracal, das in den Bereichen Spedition, Elektrizitätsdienstleistungen und Bergbau aktiv ist. Here it is. Das klingt doch perfekt. Es klingt nach Verdächtigen. So. Bock. Und wir haben Bargen. Die Mexikaner haben kürzlich Bargen auf dem See eingesetzt. Vermutlich, um etwas sehr Schweres zu transportieren. Zack. Und dann haben wir hier, wurde versenkt. Der Zug wurde im überfluteten Steinbruch versenkt. Aber sowas von. Das ist mehr als offensichtlich. Gut, dann haben wir jetzt hier ja, würde ich mal sagen, soweit alles untersucht. Ergo können wir diesen Ort verlassen und können zur Eisenbahnweiche gehen. Können jetzt zur Eisenbahnweiche noch gehen. Können auch nochmal überlegen, die Chilenen wurden an Bord gelassen. Robinson ist auf jeden Fall ein Opfer. Der Zug kam nie in Doncaster an und was haben wir hier mit verschwand früher? Achso, er kam auch nie in Evesham an, weil er natürlich vorher verschwunden ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der gute Kenmo ist so schweigsam geworden. Versuchte hier gerade so seine Notizen alle zu machen und so ein großes Diagramm aufzubauen, wer der Täter ist, wo welcher Hinweis und alles. Ich kann quasi sein Gehirn rauchen hören von hier aus. Oh, was wetten wir,
dass uns jetzt noch ein zweiter Ort angepriesen wird als möglicher Versenkungsplatz für den Zug, aber ich glaube, es ist der Berg, der. The switch is rusted, but it still works. Der Dingskirchen. Sag schon. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ich habe etwas versucht, was ich jeden Abend versuche. Schreibt der Kenmo, die Weltherrschaft zu erobern? Der Kenmo und der Cyrus. Du. Narf. Gott, wieso sehe ich uns plötzlich beide als zwei kleine weiße Labormäuse? Ich kann es mir nicht erklären. So, okay, dann müssen wir hier einmal hier lang gehen. This road should go in the same direction as the railway. Ja, sag bloß, Watson. Huch. Naja. Dann nicht. Ganz genau, schreibt Kenmo, ja. Oder du hast einfach wieder versucht, irgendwelche armen Tölpel mit PC-Verkäufen übers Ohr zu hauen. Okay, wir sollen hier dieses Eisenbahngleis untersuchen, aber... Was soll ich denn hier groß untersuchen? Überall, wo ich hingehe, ist... Ja. Ist direkt diese Anzeige. Hier haben wir so eine Art Sumpfgebiet. Ich weiß nicht, was ich hier noch großartig untersuchen soll jetzt. Wo ist denn überhaupt Watson abgeblieben? Ach, jetzt haben wir schon wieder hier. Nerv. Vielleicht muss ich ja das verwenden. Ah, Moment. Vielleicht muss ich da auf das Schild einfach nur mal glotzen. Döspaddel. Mines. This is interesting. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines.